Moin aus Hamburg, Dennis hier, aka Frankster. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert mich und drückt die Glocke. Ja, und heute gibt es auch einen auf die Glocke, und zwar von einem Monster. Ein absolutes Monster. So, das ist einfach so. Und er hat einen Blutakkord, einen richtigen metallischen Blutakkord in. Ja, in der Herznote, Basisnote, also bei mir eigentlich komplett von der Kopfnote bis zur Basisnote, ein Blutakkord dazu, harzig, rauchig, so gegrillter Bacon und oder gebratener Bacon, wie es auch immer, und dann harzig, rauchig und dann dieser Blutakkord. Und wow, entweder dieses Zwischending. Ja, vielleicht mag ich den Duft, das gibt es nicht. Entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Ich liebe ihn und als Sammler muss man ihn einfach in der Sammlung haben. Und ich rede von Zoologic T-Rex. Er hat früher Eifer zerstört und so zerstört auch dieser Duft Leben, wollte ich schon sagen. Nein, aber ich sprühe den hier nicht. Das bleibt in der Nase, wenn man nur hier riecht. Dieser Blutakkord, dieser metallische Blutakkord, das ist einer der härtesten Düfte, die es überhaupt gibt, Leute. Ist einfach so. Und die Idee einfach dahinter ist so genial, ob die geilen Flakons, ob die Bilder hier vor allen Dingen und die Idee, die Umgebung dieser Tiere in einen Duft zu bringen und überhaupt alles, was da rundherum und was dazugehört, ist schon geil. Der Macher von den Düften, ich blende ihn hier mal ein. Ich bin ihm dankbar. Ich bin ihm dankbar, dass es ihn gibt und dass er ja diese Düfte kreiert hat. Ich hoffe, in der Zukunft, da kommt noch mehr und absolut geil. Aber mal zu T-Rex. Ja, er ist eben sehr speziell. Dieses Zwischending, wie gesagt, vielleicht mag ich ihn, muss ich mir noch überlegen, gibt es nicht. Und man kann ihn auch nicht überall tragen, also hier nicht mit Hochzeit, Geburtstagen, Beerdigung, das geht nicht. Das ist ein sehr spezielles, also es ist immer Eau de Couture, diese Düfte allgemein sind Eau de Couture als Düfte im Endeffekt. Man kann es einfach nicht immer tragen. Und ich habe alle, na, außer eine, glaube ich, alle Abfüllungen, und ich werde es auch mal alle vorstellen irgendwann. Alle Abfüllungen letztens im Wohnzimmer getestet, im Wohnzimmer. Das ganze Wohnzimmer sind nämlich alle nicht schwach, sind sehr starke Düfte. Aber ein Duft hat herausgestochen, und zwar der T-Rex. Und wer einfach mal einen sehr starken Duft haben möchte, kann natürlich auch zuschlagen. Aber 195 Euro ist natürlich auch nicht billig. Und dieser Duft ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Vor allen Dingen in einem längeren Video, weil er ist einzigartig. Ihr müsst ihn einfach testen oder blind kaufen. Ich habe ihn blind gekauft, aber wie gesagt, es kommen alle Zoologic-Düfte original. Das habe ich mir jetzt geschworen. Er reiht sich nämlich ein. Diese Marke wird langsam zu meiner Lieblingsmarke. Und ihr wisst, wer oder ihr wisst ja, welche Marke meine Lieblingsmarke aktuell ist: Tom Ford. Aber er wird auch sich da einreihen mit Tom Ford. Ob er noch besser wird, ich meine, das Ding ist, er hat einen Vorteil, hat diese Marke gegenüber Tom Ford. So ist, sie sind einzigartig. Tom Ford hat auch mal Düfte, die man vielleicht woanders ein ähnlich ein bisschen gerochen hat. Natürlich ist die Tom Ford DNA da drin, klar. Aber die Zoologic-Düfte sind schon sehr, sehr anders. Und das finde ich so genial. Und ich finde nicht einen Duft schlecht von dieser Marke. Wie gesagt, außer einen Duft habe ich alle Abfüllungen und ich werde sie mir alle kaufen. Ich habe jetzt nur noch drei, also T-Rex, Dragonfly und den neuen Squid, den werde ich natürlich auch vorstellen nochmal. Und ich hatte ja Elephant und Camel noch, das war dumm, den habe ich früher verkauft wegen was anderen und wegen Tom Ford und weil ich glaube ich auch gesagt habe, wann nutze ich die? Dumm, einfach dumm. Und die kommen wieder, definitiv werden alle kommen. Das habe ich mir geschworen, sie werden alle kommen. Natürlich nicht sofort, weil das ist auch Hardcore. Und ja, ich kann euch die alle nur ans Herz legen. Sehr geile Düfte. Man muss sie aber mögen, wirklich mögen. Das sind Düfte nicht für jedermann. Und T-Rex schon mal gar nicht. Aber seit ihr ein Sammler, muss dieser Duft eigentlich fast
in jeder Sammlung sein. Und eine Haltbarkeit eben, da kommt nur noch Chorus ran, das neue und das Original natürlich, dann Interlude Man, Dior Parfüm, und der übersteigt das fast noch. Das Ding ist nur, dass man die anderen ein bisschen mehr wahrnimmt in der Silage. Die ist auch sehr stark, vorsichtig. Die nehmen andere sehr extrem wahr. Und das ist das Problem. Also nicht, dass ihr den sprüht und sagt, Moment mal, so stark ist der ja gar nicht. Ja, vorsichtig. Also der ist wirklich hardcore, der beißt, der zerstört. Und ja, das ist schon richtig cool. Und ich liebe alles eigentlich an. Es gibt auch nur, das ist das Geile, es gibt auch nur 60 ml. Nicht noch 100, nicht noch 120, was auch immer. Nein, nur 60. Punkt. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass die Firma bzw. der Boss dabei bleiben wird. 60 und nicht mehr. Und das finde ich ist geil. Es ist absolut genau, wenn die alle nebeneinander stehen. Und es gibt auch eine schöne Verpackung dazu. Ich blende sie hier mal ein. Da steht auch einiges drin. Ich habe jetzt vergessen, die herzuholen. Ich möchte sie jetzt nicht herholen, deswegen blende ich sie mal ganz schön ein. Richtig cool. Also Leute, im Endeffekt habt ihr was von diesen Düften. Wenn ihr sie natürlich überhaupt nicht mögt und überhaupt, dann ist natürlich, dann sind die Düfte nichts. Ganz klar, dann sind die Düfte nichts. Und ja, aber ihr müsst sie mal testen. Und T-Rex solltet ihr mal auf jeden Fall testen. Die kann ich euch nur ans Herz legen. Aber ich werde gleich vorweg sagen, 70% werden den wahrscheinlich nicht mögen. Und damit 70% bin ich wahrscheinlich auch gut. Oder sich auch nicht, das ist das Ding. Oder sich vielleicht auch nicht trauen, den zu tragen und das erstmal aufzusprühen. Man überlegt schon, weil man mal weiß, was kommt. Ihr wisst es ja. Und dann, oh, sprühe ich den jetzt oder nicht? Und deswegen passt der Name auch. Es ist absolut genial. T-Rex bei Zoologic. Ja, Leute, dann schreibt mal in die Kommentare, habt ihr schon Zoologic-Düfte, wollt ihr noch in ferner Zukunft welche kaufen? Wenn ihr welche kennt, wie findet ihr die? Wie findet ihr T-Rex, wenn ihr auch T-Rex schon kennt? Das würde mich mal interessieren. Und ja, dann sehen wir uns frisch und munter im nächsten Video, hoffe ich, und nicht zerstört und gefressen. Nein, aber ja, frisch und munter auf jeden Fall. Mach's gut, Fragrance Talk.